Und da sind wir wieder zu Hause. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Summer in Mara. Ich möchte. Was haben wir denn hier? Ein paar Beeren. Die schlage ich direkt mal weich. Oh, noch mehr Beeren. Halt damit. So. Ich möchte hier einiges anbauen, aber das geht nicht, weil es noch nicht fertig ist. Oh, das ist nicht gut. Wir haben kein Wasser. Hey, Pflanzen, seid mal schnell fertig. Ich möchte euch ernten und so. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Na gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Da gucke ich mal, ob hier irgendwo noch was im Pinienkern oder ähnliches an Bäumen ist. Das wäre eigentlich ganz gut. Nee, nee. Ich gucke hier erstmal alles ab. Ich checke quasi alles ab, bevor ich den neuen Tag anfange. Sind noch irgendwelche Orangen an den Bäumen? Nein, 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 nein. Nein. Okay, hier sieht eigentlich alles so weitestgehend abgeerntet aus, leider. Okay, gut, dann gehen wir einfach so schlafen, oder? Ich kann hier noch ein bisschen was abbauen, bestimmt, oder? Ist hier noch was zum Abbauen? Hier ist irgendwie gerade gar nichts. Das Spiel ärgert mich so richtig. Gut, dann gehen wir einfach ins Bett. Blöde Insel. Ich muss auch mal gucken, dass ich hier vielleicht die Stelle mal baue. Was brauche ich denn dafür nochmal? Hier kann ich gerade gar nichts machen, ne? Ich muss erstmal den Hühnerstall machen, befürchte ich. Hier. Bauen. Was brauche ich schon alles? Ach, Nägel, stimmt. Die habe ich ja noch nicht. Eins nach dem anderen. Erstmal gehen wir schlafen. So. Ratzepfü. Perfekt. So. Ist hier was erntebereit? Perfekt. So, dann pflanzen wir direkt was. Und zwar Zwiebelsamen. Die brauchen wir. Genau wie Kartoffeln. Ich glaube, das heißt, dass die noch einen Tag brauchen, eventuell. Ist hier irgendwas fertig? Nein. Toll. Dann können wir ja gleich erstmal hier bleiben und noch einen Tag warten. Na gut, dann schaue ich trotzdem mal an den Strand und mich generell noch ein bisschen um. Vielleicht kann ich ja was Tolles erangeln. Das wäre natürlich formidabel. An den Bäumen ist nichts. Na, hier ziemt sich alles so ein bisschen. Ach, da, hier. Perfekt. Pinien. Yam, yam, yam. Pinienkerne mache ich übrigens auch immer gerne an meinen Salat. Finde ich ganz lecker. Hi! Hi! Okay, da gibt es nichts Neues mehr. Ich guck mal, ob ich jetzt da vorne mal wieder was angeln kann. Das wäre eigentlich richtig gut. Oh. Oh ne. Ich hab gerade die Pflanze da hinten für eine Krabbe gehalten. Das war ein bisschen, ich weiß nicht. Komisch. Okay. Hallo, bist du eine Postkrabbe? Nein, du bist füttern. Ah, ich habe die Krabbe gerade mit einer Muschel gefüttert. Das ist gut, glaube ich. Gut. Bitte, Krabbe, die ich mit einer Muschel gefüttert habe. Warum auch immer. Oh, hier kann ich was kaputt machen. Vielleicht ist da was Gutes drin. Oh, ein Seil. Das ist sehr gut. Die Muschel nehmen wir auch noch gleich mit. So, kann ich jetzt hier wieder angeln? Null Flundern. Das ist nicht gut. Es gibt keine großen Fische mehr. Ich sollte warten. Wie lange willst du denn noch warten? Das gibt's doch nicht. Dann gucken wir mal. Vielleicht gibt es hier noch ein paar andere neue Sachen am Strand. Ich kann ja wieder mit meinen Sprung-Events wieder versuchen, hinten die Muschel einzusammeln. Wetten, diesmal schaffe ich es nicht. So. Vorsichtig, vorsichtig. Ha. Ich hab sie. So geht das. So und nicht anders. Oh Mann. So, okay. Schauen wir mal weiter. Das hätte ich auch dringend mal machen. Das stört mich. Ah, Bretter brauche ich. Dafür einfach ein bisschen Holz hacken, würde ich mal sagen. Und dann können wir eventuell, ja, jetzt den Steg reparieren. Aber schauen wir schon ein bisschen weiter um. Hallo, Krabbe. Die mögen diese grauen Muscheln, ne? Nein. Wie viele von diesen Meer? Venusmuscheln mögen die anscheinend ganz gerne. Gut, dann werde ich in Zukunft die nicht verkaufen und die verfüttern. Ich weiß nicht genau, was das bringt, aber ich kann mir vorstellen. Oh, da hinten ist auch noch was. Dass es was bringt, wenn ich die Krabben damit immer füttere. Vielleicht werden es dann mehr und ich kann sie dann kochen. Oder ich habe keine Ahnung, was das für Nutzen haben wird. Aber irgendwas wird das sicherlich auf lange Sicht bringen. Na, zurück. Mit dem Rucksack vor allem. Ach, Mädel. So. Ah, da ist auch eine Krabbe.
Oh, ist hier sogar direkt eine Venusmuschel? Ja, das sieht venusmuschelig aus. Hier, bitte. Was kann ich hier angeln? Ah, ein Oktopus. Aber ich glaube, die sind extrem schwer zu angeln. Ich probiere es mal. Boah, ich glaube, ich definitiv. Oh! Nee, das schaffe ich nicht. Dafür brauche ich definitiv eine bessere Angel. Das ist viel zu schwer. Leider. Gut. Gibt es hier noch irgendwas? Venusmuscheln oder so etwas? Oh, hier ist wieder was zum kaputt machen, glaube ich. Oder? Ja. Okay. Weizensamen. Hätte ich gar nicht kaufen brauchen, wenn ich die eh so finde. Ich hoffe, ich kann bald meine Hacke auch verbessern, um meine Felder zu vergrößern. Aber eins nach dem anderen. Wir werden jetzt erstmal ein paar Bäume fällen. Die Zeit hier etwas nutzen. Wo habe ich denn? Ich habe irgendwo hatte ich ganz viele gepflanzt. Ich überlege gerade, wo das war. War das nicht hier hinten? Ich weiß es nicht mehr. War das hier? Oh. Orangen. Die nehme ich gern. So, na dann fange ich einfach mal an. Los geht's. Ich brauche Unmengen an Holz. So richtig viel Holz. So. Ich muss auf jeden Fall auch mal die Augen offen halten für Pinienkerne. Nicht, dass ich hier irgendwann keine Population an Bäumen mehr habe. Das wäre natürlich sehr fatal. Ich guck mal kurz, was ich da gerade noch so habe. Zwei Stück. Mensch, das ist ja eine richtige Menge. Nicht zu sagen, ziemlich traurig. So. Bitteschön. Gut. Ich gucke aber mal so ein bisschen, ob hier irgendwie zufälligerweise noch Pinienkerne dranhängen. Aber dem scheint nicht zu sein. Na gut, dann fallen wir den Fallen. Genau, dann fällen wir den einfach mal so. Los geht's. Tschak, tschak, tschak. Wir brauchen Holz. Ha. Oh, ich habe ganz viel Holz, sehe ich gerade. 26 Stück. Wie viele Bretter brauche ich denn? Einen Moment. 10 oder so? 8. Gut, dann mache ich mal. Einen habe ich schon, aber das heißt, 7 Bretter muss ich machen. Na, dann machen wir die einfach mal geschwind. Ah, ne, ich kann die einfach weghauen. Die Büsche. Verstehe. So, schauen wir mal. Hui! Eintreten. Werkstatt. Einen Moment bitte. So, okay. Wir brauchen 7-mal Holz, also 7 Holzbretter. So. Auch finde ich schön, dass man mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Davon sollte sich Animal Crossing durchaus mal eine Scheibe abschneiden. So, dann reparieren wir endlich mal den Steg. Das war nicht mehr auszuhalten. Los geht's. Oh, perfekt. Und ja, okay. Das ist jetzt weniger optimal, was ich ja gerade sehe, aber insgesamt bin ich damit zufrieden. Sehr schön. Ich muss mal mein Mikro wieder ein bisschen an meinen Mund führen. Oh yeah. So. Das war es eigentlich auch schon für heute, ne? Dann würde ich mich direkt mal wieder zur Ruhe betten und hoffen, dass morgen, ich schaue gerade, diese Pflanze hier fertig ist. Das wäre richtig gut. Na, schauen wir mal. Hui! So. Ab ins Bett. Es wäre auch schön, wenn es mal regnen würde, damit ich wieder etwas Wasser im Brunnen hätte. Aber hey, naja, man kann nicht alles haben. So. Ah, das ist immerhin jetzt fertig. Perfekt. Na komm. So, perfekt. Was war es denn jetzt hier? Zwiebeln habe ich hier. Das heißt, hier kommen jetzt ein paar Kartoffeln hin. Zack. Wie lange brauchen die? Auch nochmal 5 Tage. Okay, die brauchen jetzt noch einen Tag. Genau. Oh, jemini. So. Sonst noch irgendwer? Sonst noch irgendwas? Nein. Kann ich hier irgendwas ernten? Kann ich irgendwas mitnehmen? Ich glaube fast nicht. Nein. Oh. Ach da. Eine Orange. Na gut, die nehmen wir mit. Da sage ich nicht nein. So. Dann würde ich sagen, wir fahren wieder zurück zur Insel. Den, ich vermute mal stark. Spreche mit Noho für den nächsten Auftrag. Ich denke mal, der wird uns dann wieder irgendetwas geben. Ja. Für Bram, das dauert noch ein bisschen. Gerade der Oktopus. Ups. Aber hier, Nohos nächster Auftrag. Das wird das nächste große Ding sein.
Wir machen uns am besten mal direkt auf den Weg. Vielleicht bekommen wir dafür einen Roman. Ich bin gerade echt zu doof. Kann ich auch ranschwimmen und rein? Nee, ich glaube nicht. Scheibenkleister. Ich hoffe, ich komme ja auch von dem Steg weg. So, einsteigen. Bestes Spielmisch, ja. Ah, perfekt. Huch, was ist da? Oh, das war's angeschwemmt. Kann ich hier absteigen? Boot verlassen? Ah, das geht sogar. Hihi. Ja. Ich bekomme. Oh, ein Holzbrett. Das hat sich ja schon fast gelohnt. Okay, ich kann quasi auch überall mehr oder weniger aussteigen. Absteigen. Das ist eigentlich ganz cool. So geht's quasi auch. Ah. Das ist ja echt ziemlich open-worldig. Möchte ich schon fast behaupten. Was ist da hinten? Noch ein Angelplatz. Na gut. Gut. Egal. Wir wollen auf die Insel. Ich schweife leicht ab. Schauen wir mal. Einstieg und let's go. Auf in den Norden. Na komm, lass mich vorbei. Ah. So. Fahr ich relativ genau nördlich? Ich glaube schon. Da geht's immer am schnellsten. Ach, und ich darf nicht vergessen, irgendwann mal wieder das Schiff aufzutanken. Ich meine, der Tank ist noch zu 2/3 voll, aber irgendwann vergesse ich es mal und bleib dann mitten im Meer irgendwie gestrandet oder so. Das war nicht so gut. Natürlich auch interessant zu wissen, was passiert, wenn es dann soweit ist, aber... ich glaube, das möchte ich trotzdem nur ungern rausfinden wollen. Na komm, bleib schneller. So groß ist das Gebiet doch nicht. Vielleicht schneide ich es doch raus. Oh, doch nicht. So, ich fahre einfach direkt gerade nach Quelis, genau. Ich steuere direkt den Hafen an. Da ist er auch schon. So, mal gucken, was der alte Sack für uns hat. So. Hi. Na, was gibt's? Sprechen. Ah, Chor, wie gefällt es dir auf unserer Insel Quelis? Es ist wirklich schön hier. Dann sollten wir dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Quelis wurde vor tausenden von Jahren erschaffen. Als Kü noch jung war und es noch nicht einmal ein Meer gab, erhob sich Quelis aus den Tiefen der Erde und streckte sich in Richtung des Himmels. Als Kü dies sah, war sie erstaunt. Quelis war damals eine tote, unfruchtbare Einöde. Es ist eine lange Geschichte. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Das ist wirklich nicht nötig. Nun gut, wie auch immer. Was ich damit sagen will, wenn du Müll sehen solltest oder Müll aus dem Meer fischst, wirf es in einen Mülleimer. Du findest auf der ganzen Insel Mülleimer. Oh, das ist eine großartige Idee, überall Mülleimer aufzustellen. Ja, das müssen die in Japan nicht. In Japan gibt es keine Mülleimer draußen. Das ist sehr nervig. Danke. Ja, ach, das war Kalebs Idee. Wir waren einmal in Molme, einer riesigen Stadt südlich von hier. Sie ist voller riesiger Gebäude und die Leute dort sind immer gestresst. Und es ist wirklich schmutzig dort. Ja, er hat mir gesagt, dass er niemals an einem Ort wie diesen leben könnte. Ja, du kannst dir vorstellen, was passierte, wenn wir nach Quelis zurückkamen. Ja, das kann ich. Bring mir etwas Müll und ich zeige dir, wie die Mülleimer funktionieren. Ja, ich hab Müll. Hier, ich habe Müll aufgesammelt. Sehr gut. Gute Arbeit. Zuerst wirfst du ihn hinein und dann... das System funktioniert. Das ist die einzige saubere Art und Weise, Müll loszuwerden. Okay, das ist großartig. Du kannst bei dir zu Hause auch einen Mülleimer aufstellen. Zu einem fairen Preis. Wie fair? Sehr fair. Du kannst ihn im Laden kaufen und dann in der Nähe deines Hauses aufstellen. Hm, in Ordnung. Du hast ein neues Bauelement. Papierkorb. Der wie ein Frosch aussieht. Das finde ich gut. So, gibt's noch so was? Du bist wirklich gut mit der Angel. Du erinnerst mich an mich selbst in jüngeren Jahren. Unerfahren, aber voller Potenzial. Einmal habe ich einen riesigen, funkelnden, orangefarbenen Fisch gefangen. Er war wunderschön. Wir haben ihn zurück ins Meer gesetzt.
Caleb hatte Mitleid mit ihm. Ich hatte sogar etwas Angst vor dem Fisch, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, dass er sich an uns erinnert, wo auch immer er sein mag. Vielleicht wächst er immer noch, wenn er eines Tages groß genug sein sollte, um unsere gesamte Insel zu verschlingen, hoffe ich, dass er uns verschont. Das wäre wirklich nett von ihm. Das stimmt. Es gibt bestimmt einen Grund, warum du mir diese Geschichte erzählst, oder? Ah, richtig. Ich könnte dir helfen, eine wirklich nützliche Angelausrüstung zusammenzustellen. Wenn du daran interessiert sein solltest. Was willst du als Gegenleistung? Ich brauche ein paar Barren Silber. Ich arbeite gerade an einer Reihe versilberter Souvenirs aus Mara. Wunderschön. Touristen werden sie lieben. Welche Touristen? Die werden schon kommen. Okay, ich soll Silberbarren sammeln. Ich weiß gar nicht, wie ich an Silberbarren komme. Dafür brauche ich eine bessere Hacke. Ich sehe hier ein Problem, liebe Freunde. Ich sehe hier ein Problem. Was sagen denn die Quests dazu? Ups, falsch. Nein, jetzt habe ich aus dem Apfel gegessen. Das ist nicht gut. Rede mit den Einwohnern von Quelis und finde raus, wie du Zaimi dazu bringst. Ja, okay. Das haben wir schon. Das Gericht von Bram. Bring nur... Wo soll ich denn Silber herkriegen? Ich kann kein Silber abbauen. Wie fies. Vielleicht müssen wir uns jetzt um Brams Mission kümmern. Das wäre eine Option. Oh, jemine. Gut. In dem Fall... Was machen wir da jetzt am besten? Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch irgendwie einen Oktopus herbekommen. Wie viel Geld habe ich denn? Weiß das irgendeiner? 7 Münzen! Mensch! Da habe ich schon tief in die Trickkiste gefasst, schätze ich. Was macht eigentlich der Lolli? Kann der irgendwas? Das Bonbon, meine ich. Kinder lieben diese Süßigkeit. Okay, das war's auch schon. Schildkrötenrucksack. Jetzt habe ich einen Schildkrötenrucksack auf. Jetzt bin ich 1000% cooler. Kann ich hier bei euch etwas veräußern? Hi. Kohle verkauft sie auch. Rohsilber, Metall. Ach, Herr Jemine, man bekommt Rohsilber. Das heißt, man muss es selbst auch noch zu Silberbahnen schmelzen. Das kann ja heiter werden. Was habe ich denn alles so zum Verkauf? Meeresring. Davon... Ups, ich habe mich verdrückt. Ich verkaufe davon mal ein paar. Ich verkaufe ein paar Steine. Kann ich auch mehr als eine verkaufen? Diese Person bezahlt dir mehr für ihre Lieblingsgegenstände. Was auch immer ihre Lieblingsgegenstände sind, das werden wir irgendwann noch rausfinden. So, ich glaube, das reicht. Verkaufen. So, hallo, Herr Händler. Ah, es reicht nicht mal für einen einzigen Oktopus. Ich verkaufe dir einen Wels. So, jetzt habe ich einen Oktopus. Perfekt. Haben wir den jedenfalls schon mal. Gut. Das heißt, wir müssen uns eigentlich einfach nochmal zurück und warten, bis alles fertig ist. Weil wir können nichts wirklich im Moment machen, ne? Wir müssen nur von Bram irgendwie die Zutaten zusammenkriegen. Ich hätte sie natürlich auch direkt kaufen können für ihn, aber ich dachte, das wäre witziger, wenn ich einfach das ganze Zeug anbaue. Selbst. Dachte ich mir so. Aber das war anscheinend keine allzu gute Idee, weil das kostet jetzt einfach nur unnötig viel Zeit. Ah, Jemine, das war nicht gut. Naja, dann kann ich mich da vielleicht auch ein bisschen wieder offscreen auf meiner Insel zurückziehen. Ein bisschen was hier und da ernten. Orangen sammeln, Brombeeren sammeln, ein bisschen Holz hacken, Pinienkerne sammeln. Auf den Strand rauf und ablaufen, nach Muscheln suchen, die Krabben füttern. So ein bisschen Zeug, bis halt meine ganzen Gewächse fertig sind. Das wäre gut. Gibt es eigentlich sowas wie Datum oder so? Nee, hä? Ist einfach ein Tag wie der andere. Gut. Okay, wir sind jetzt auch schon gleich zu Hause. Das ging echt flott. So, irgendwie hier so dran klatschen. Boot verlassen. Gut ist. Hui! Okay. Das können wir jetzt eh nicht machen. So, kann ich hier vielleicht noch ein bisschen was angeln? Weil ich glaube, Angeln bringt relativ gut Geld ein. Ich probiere es mal. Rotflossenwels. Das ging schon fast zu einfach. Vielleicht sollte ich schwerere Fische angeln. Ich weiß es nicht. Was gibt's bei dir so? Haha! Ach, Napopo, du bist so cute. Napopo ist echt ein Cutie. So.
Ich hätte vielleicht das auch so ein bisschen strukturieren, in welcher Ecke ich welche Bäume anpflanze. Weil momentan ist das ja erst noch ein bisschen sehr durcheinander, wo ich hier was anbaue. Da muss noch etwas Struktur rein, fürchte ich. Aber eins nach dem anderen. Ich habe auch nicht mal so einen blöden Hühnerstall gebaut bisher. Das ist echt traurig. So, morgen wird aber weitestgehend endlich die Baumwolle fertig sein. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, perfekt. Ernte wird eingefahren. Ach, ich mag Baumwolle. Kann ich auf jeden Fall viel angeln dann. So, okay. Ja, wie machen wir jetzt weiter? Ich würde gerne einmal Weizen anpflanzen. Können wir eventuell in absehbarer Zeit gebrauchen. Ich weiß es noch nicht. Und dann vielleicht nochmal Mais. Ich weiß nicht, wie viele Kartoffeln und so braucht er denn, der Gute? Du brauchst 2 Kartoffeln und 2 Zwiebeln. Das müsste eigentlich reichen. Na komm, dann machen wir jetzt nochmal Mais. Weil ich Bock drauf habe. So. Okay. Da müssen wir jetzt einfach mal ein paar Tage hier irgendwie totgeschlagen kriegen. Oh, jemine. Ah, ich krieg das schon hin. Ich werde ein bisschen offscreen spielen. Ein bisschen hier Ressourcen sammeln. Vielleicht auch ein bisschen umdekorieren. Ich weiß es noch nicht genau, was die Zeit, was die Zukunft bringen wird. Auf jeden Fall werde ich hier einiges einsammeln. Und unser Inventar gut auffüllen, dass wir... eventuell dann ein bisschen Apfelbäume mit Äpfeln. Dass wir eventuell dann halt eben auch ein gutes Inventar haben, dass wir viele Sachen haben. Und auch viele Äpfel. Auch wenn sie nicht sehr viele Äpfel abgeben, die Bäume, aber na gut. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye!